Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schaut's euch an, Freunde. Bin angekommen. Ich bin angekommen. Ah Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das ist. Also für mich. Holy shit. Wir haben jetzt noch 14,5 Minuten auf der Uhr. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich glaube, wir haben Rechse verloren unterwegs. Was eine bessere Ausbeute ist als beim letzten Mal. Ich würde jetzt nur nicht gern so viel Zeit verlieren, weil ja, ihr wisst, wie es ist. Wünscht mir Glück. Diesmal direkt alles auf den Boss. Alle Therys sind dabei. Und mal gucken, wie viele Tames ich mir gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Lass es 17 sein. Das ist auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Wieso habe ich hier jetzt Wasser aufgefüllt gekriegt? Irgendwie backt die Wasserflasche rum. Hatte Wasserschiss, dass wir zu wenig Wasser hatten. Aber. Oh mein Gott, nach und nach immer erst die Therys, dann die Rexe, wieder Therys, Rexe, wieder hochgelaufen und so weiter, hin und her. Immer so ein Stück nach vorn und es gibt Ecken. Ich weiß nicht, wer sich diesen Spaß ausgedacht hat. Darf noch schnell ein Stückchen. So. Natürlich schön dunkel hier. Wir machen erstmal direkt Whistle All, kommt mit. Alle schön mitkommen, bitte. Alles kommt mit, sehr gut. Ich hoffe, wir lassen keinen im Stich. Wir gehen extra ein bisschen langsamer, weil. Genau, kack hier erstmal noch hin. Ich will einfach keinen unterwegs verlieren, aber die Zeit spielt gegen uns, ne? Wir müssen eigentlich auch Tempo machen. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, direkt auf den Boss raufschicken und let's go. 12 Minuten. Da sind wir auch schon. Puh. Hatten wir am letzten Mal auch nur 12 Minuten? Ich dachte, das wären 20. Oder zählt das von der Zeit runter, die ich schon hatte? Oh, shit. Daran habe ich gar nicht gedacht. Waren das auch nur 12 Minuten? War ich zu langsam? Oh, meine Stamina geht gleich aus. Scheiße. Das ist wirklich nicht viel Zeit. Ich muss direkt auf dem Boss bleiben und voll raufpumpen. Oh, beweg dich. Ich weiß, dass du keine Stamina hast. Ist das laut? Und Angriff. Und wir bleiben so ein bisschen hinten. Natürlich erstmal das Schild drauf. Einfach voll auf dem Boss bleiben. 60k, das müssten wir eigentlich schaffen. Aber 10 Minuten nur? Komm, mach dein Schild runter. Oh, sie laufen hinterher, das ist schon mal ganz gut. Oh shit. Ich bin stuck. Okay, geht zum ersten Boss. Drache, natürlich.
Auf zu kacken, auf den Drachen. Oh mein Gott, was ist da hinten los? Mach die doch weg. Der geht auf jeden Fall gut runter, aber die anderen kriegen auch viel, viel Schaden. Weil sie halt alle von vorne draufhauen, das ist halt ärgerlich. Egal, ich muss jetzt weiter pumpen. Ich habe keine Zeit, um irgendwie umzuwisseln. Gefühlt für jeden Boss nur eine Minute Zeit. Oh mein Gott, die sind schon so low. Aber es ist halt der Drache, ne? Na komm. Hälfte haben wir. Okay, wir müssen weiter. Geht jetzt alle dahin. Und alle auf die Broodmother. Warum? Die gehen rauf, ne? Ja. Ich muss von hinten drauf schießen. Die geht richtig gut runter. So, gut, man sei nicht ganz zum Schluss nochmal. Ich heb mal lieber die Bullets auf. Obwohl, ein paar Mal schießen wir noch und dann laden wir gleich nach. Der Boss kommt. Ah, direkt das Schild drauf. Na komm, geh weg. Schild, geh weg. Oh Gott, ein Rex ist down. Geht's ab? Geht auf den Overseer, Leute. Mehr ist es nicht.
Wo ist er hin? Da hinten. Ich muss da hinrennen. Ich brauche meine Dinos. Oh mein Gott, ist der low. Er geht aber gut runter. Das ist gar nicht gut, was ich tue. Warum? Drei Minuten. Ah, das ist knapp, ey. Nächster Rex down. Er hat nur noch 5k. Das heißt, ein Boss nur noch. Muss irgendwo rauf. Oh mein Gott. Lass mich da irgendwo rauf. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Warum kann ich hier nirgends aussteigen? Außer. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Aggressive. Wo ist aggressive? Wo ist der letzte Boss? Da. Geht darauf, bitte. Alle rauf da. Alles, was ihr habt. Geht drauf da, geht drauf da, geht drauf da, geht drauf da. Ich gehe weiter weg. Oh mein Gott. Alle auf da. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die mitnehmen kann, deswegen versuche ich noch schnell ein, zwei Sättel zu retten. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Das ist zu stressig für mich. Oh mein Gott, ich muss hier raus. Lass mich hier durch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas bekomme, verliere, whatever. Sollte, glaube ich, auch eine Note geben. Das Video genießen wir zum Schluss zusammen. Ich lasse es in voller Länge durchlaufen. Komm, ja, ich mach die Kamera sogar aus. Warte, wo ist das? Mein Herz.
Is this what happiness felt like? Ja, definitiv. No. This is more like pride. Oh ja. Yes. That's it. I'm proud of you, Survivor. Danke. You've accomplished what few have. You've ascended. I once did too. When I was her. Helena. She was an explorer too. And like you, she traveled the arcs and discovered their secrets. You're following in her footsteps. Keep going. Discover what became of Helena and her friends. Survive the many challenges ahead, and you'll find me here waiting for you. Together, we may yet be able to save our world. Wow. Danke, Spiel. Seit wann kickt das an denn? Ich hoffe, dass das jetzt alles gespeichert wird. Ich bin so fertig. Ich bin völlig am Ende. Ich werde vermutlich keine Base haben. What? Also, erstmal sind wir nackt. Wir haben ein super neues Emblem. Gamma. Mensch. Das heißt, wir können 5 weitere Level aufsteigen. Nur. Wieso zur Hölle konnte ich gerade nichts auswählen? Geht weg, lasst mich mal kurz gucken. Wenn ich mich jetzt so rein in den Tribe cheaten muss, ne, das würde mich voll abwacken. Aber es ist der Tribe. Ich meine, wir haben die Rex verloren, das steht da ja. Also eigentlich müsste es ja funktionieren. Gott, danke, das ist nicht die Lagune. Ja, ich muss erstmal wieder einen Eingang finden. Zu Fuß war ich ja schon lange nicht mehr unterwegs. Da ist die Base. Und da falle ich und glitsche und falle und glitsche und wir sind unten. Ich bin fertig, Leute. Dass wir jetzt alles verloren haben, das wäre mir egal. Oh, ich habe nicht mehr. Bitte lass die Tür öffnen. Oh mein Gott. Wir sind zu Hause. Der Held ist zurückgekehrt. Er hat die Gamma Tech Cave besiegt. Alles, was er dabei hat, hat er verloren. Danke dafür. Haben wir überhaupt einen Engel gekriegt? Ich glaube nicht. Also es gibt ja auch noch so Taktiken, dass du mit der Tech-Rüstung viel machen kannst. Dass du quasi rumrum schwebst und dich eh nichts trifft, etc. bla bla bla. Würde ich gerne auch mal irgendwann testen. Da könntest du dann einen Alpha machen und dann wahrscheinlich durch die Tech-Cave so. Ne? Will ich mal gucken, warum ich gerade nicht aus dem Betten spawnen konnte. Das war. Okay, die Betten sind aber noch da.
Holy shit. Holy fucking shit. Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt erstmal unseren Dino holen. Wir fliegen jetzt ganz gemütlich mit Arthur zum Vulkan und holen unsere Ausrüstung. Zumindest das, was da noch übrig ist. Oh, war das ein Krampf, ey. Also erstmal die Dinos da durchbringen. Ne? Da spielst du einfach im Prinzip nur gegen die Zeit. Ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, wenn ich da... Also, das heißt Zeit, ich hätte das ein bisschen schneller machen können. Ich wollte es aber unbedingt safe machen, weil ich es schaffen wollte. Deswegen bin ich da super langsam. Ich bin quasi... Ich habe nicht einmal Sprinten angehabt bei den Dinos und bin da super langsam smooth durch. Oh. Wow. Ich finde es geil, dass das geschafft wurde. Das heißt, man kann jetzt noch ein paar Level aufsteigen. 5 Stück stand da. Ja, plus 5. Wenn wir den Chibi auch nochmal hochkriegen, sind es auch nochmal 5. Also so über die 110 komme ich ohne Probleme. Was mir aber nicht viel bringt, würde ich behaupten. Aber dennoch könnten wir es. Und dann kommst du in diesen Raum rein, siehst nur 12 Minuten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Zeit wir beim letzten Mal hatten. Ich bin der Meinung, es war so roundabout 20, 25 Minuten. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, wie du vorher in der Tech Cave quasi beim Runterlaufen performt hast, wie schnell du warst. Damit erhöhst du deine Zeit beim Boss. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Wir haben es geschafft. Mein persönliches Ziel ist zumindest erreicht. Wir haben die Tech Cave auf der zwei einfachsten Stufen geschafft. Mich hat gewundert, dass der letzte Drache, der gespawnt ist, dann nur noch so wenig Leben hatte. Da bin ich auch der Meinung, dass wir beim ersten Versuch, dass der Full Life war. Aber das soll mir vollkommen egal sein. Was ist wirklich schade ist, dass du alles danach verlierst. Das heißt, mein Gott, ist wieder ein bisschen Gefahr, mal ein bisschen Sachen rausholen. Sättel, sei es mal dahingestellt. Wofür brauche ich die noch? Ja, für die Alpha Broodmother, die ich irgendwann machen will. Für den Alpha Drachen, den ich eigentlich irgendwann machen will. Bei denen kann man auch mit der Pump versuchen, ich weiß es nicht. Aber ja, ich muss jetzt wieder ein bisschen farmen. Ich glaube aber, ich werde mir vielleicht eine kleine Pause von der normalen Serie gönnen. Zwischendurch, wenn irgendwas passiert, dann würde ich euch gerne natürlich nochmal dazu holen. Eine Pause wird es auch nicht hundertprozentig sein. Ich werde im Hintergrund ein bisschen farmen und dann nochmal alles wieder herstellen, sozusagen, was wir verloren haben. Gut, Rexe breeden, das werde ich nebenbei machen, aber das ist halt nichts. Wenn euch das interessiert, kann ich das gerne mal reinschneiden. Also, ne, kein Problem. Müsst es mir nur sagen. Ich finde es, glaube ich, ein bisschen boring, wenn ich da wieder 300 Eier öffne. Und hoffe, dass mal irgendwann was rauskommt. Wobei die eh scheiße sind, muss man so sagen. Und ich glaube, dann werde ich ein bisschen Modded wieder weitermachen. Da ist ja auch noch ein bisschen was zu testen. Hallöchen? Ach so, die Dinos stehen im Endeffekt danach an der Tür. Das ist ja furchtbar nett. Aber meine Rüstung und so ist weg. Also alles, was ich im Inventar hatte. Ach guck mal, ich habe sogar ein paar Cakes nicht verteilt. Na, sehr schön. Seht ihr, so bin ich vorbereitet. Oh, scheiße. Erzählt das keinem. Na gut, dann cryo ich die und pack die unten aus, ne? Was wir haben, haben wir. Ich habe die Sättel abgezogen, ich Vollhorst. Naja, was soll's. Es sind nur Items, die man wieder herstellen kann. Dann stell ich halt das Farming nochmal hoch und lass das alles durchlaufen, was soll's. Kein Bock da wieder jahrelang zu farmen. Muss ich zugeben.
So im normalen Spielverlauf finde ich die Einstellung relativ gut. Aber wenn es darum geht, größere Mengen zu farmen, dann muss ich einfach hochstellen und das ist solo nicht machbar. Oder wir haben demnächst 500 Folgen. 400 davon, wie ich farme. Wie ihr wollt. Habt ihr hier was Schönes dabei? Guck mal, hier sind doch noch Cakes. Die packen wir noch ein. Du nicht? Okay, du oder nicht. Ich glaube, die Series haben alle überlebt. Das ist richtig cool. Das freut mich für die. Ich glaube, ich brauche gleich erstmal einen Whisky. Zum Runterkommen. Nur so einen kleinen. Zu klein. Psst. Okay. Aber ich mach's einfach. Ich packe hier alles ein, bring's nach Hause. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wieder was passiert ist. Oder ich wieder auf irgendeine blöde Idee komme, irgendwas zu tun. Ja? Dann hole ich euch natürlich auch damit rein. Ansonsten hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen bis hierhin. Aber niemals aufgeben, niemals kapitulieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Oh, sind hier Sachen drin? Warum gehen die nicht weg? Was soll's?